Willkommen zurück zur Episode Nummer 2 des Bodybuilding Kundendienst. Diese Serie ist nur für euch. Ich habe einige Fragen gesammelt mit euren Problemen und euren Herausforderungen und heute sitze ich hier und versuche euch die besten Tipps zu geben, die ich euch geben kann. Wenn euch das interessiert und wenn ihr das cool findet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen oben da lasst, vielleicht sogar die eine oder andere Frage in den Kommentaren stellt. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Bevor es losgeht, aber noch ein Shoutout an Smilodogs. Da kriegt ihr gerade richtig ordentliche Rabatte mit dem Code Mike. Dasselbe gilt für Peak. Da bekommt ihr auch maximalen Rabatt aktuell, solange Deutschland in der Europameisterschaft dabei ist. Also 20% auf alle schwarz-goldenen und schwarz-roten Produkte. Und bei Climax selbstverständlich kriegt ihr auch nochmal 15%. Findet ihr alles in der Beschreibung, es geht nicht verloren. Und jetzt aber legen wir los. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Letztendlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Und zwar, Manu fragt, warum nehme ich mit 2000 Kalorien 180 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett, 210 Gramm Kohlenhydraten nicht ab? Täglich 13.000 bis 15.000 Schritte plus 6-mal im Gym? Das ist eine gute Frage. Manu, zuerst mal müssen wir klären, wie genau eine Diät funktioniert. Das ist jetzt was ihr schon 5 Millionen Mal gehört habt. Ihr müsst euch in einem Kaloriendefizit befinden. Das ist es leichter gesagt als getan. Er geht 6-mal die Woche trainieren, Leute. 6-mal, das ist verdammt viel. Wenn das Training ordentlich ist und er sich wirklich Mühe gibt, ist das tatsächlich eine Menge. Er macht 13.000 bis 15.000 Schritte. Leute, das ist ein Verbrauch, der ist unglaublich hoch. Ich habe jetzt auch gerade zwischen 12.000 und 15.000 täglich, plus eine halbe Stunde Cardio, plus mein Krafttraining, das ist so 5-mal die Woche. Und ich habe knapp 2.900 Kalorien. Ich bringe ein bisschen mehr Muskulatur mit. Das verbrennt über den Tag einfach ein bisschen mehr extra Kalorien. Aber dennoch, 2000 Kalorien ist nicht allzu viel. Jetzt, Manu, müssen wir uns wirklich Gedanken darüber machen, ob du wirklich mit 2000 Kalorien in einem Kaloriendefizit bist. Und wie wir wissen, ist dein Kaloriendefizit nicht nur rein über Zahlen messbar. Wir haben leider noch andere Faktoren mitspielen, wie zum Beispiel die Schilddrüse. Hormone wie Testosteron, Östrogen, Progesteron, vor allem bei Frauen ist das so ein Riesenthema. Wenn jetzt deine Schilddrüse einfach nicht auf der Höhe ist, weil du schon ein halbes Jahr Diät machst, kurz dazu, die Schilddrüse passt sich an im Laufe der Zeit. Also je länger du Diät machst, desto mehr passt sich deine Schilddrüse an. Und wenn die Schilddrüse nicht mehr die Hormone bereitstellt in ausreichender Menge, verbrennen wir weniger Energie. Und dieser Prozess ist ganz normal und ist auch wichtig, um uns am Leben zu halten. Vor Tausenden von Jahren gab es Hungerperioden, da hat der Mensch einfach mal eine Woche nichts zu essen bekommen. Und jetzt stellt euch vor, ein Organismus verbrennt am laufenden Band unheimlich viele Kalorien. Zur Winterzeit, da gab es nicht viele Bären zum Sammeln, da gab es auch nicht viele Tiere zum Jagen, die waren alle im Winterschlaf oder halt weg. Und was machst du, wenn du in diesen Wintermonaten kaum Essen bekommst? Du versuchst deinen Verbrauch nach unten zu regulieren. Das ist das Schlauste, was du machen kannst. Du wirfst Muskulatur ab, die zum Beispiel Energie verbrennt, und du schaltest alle Aktivitäten innerhalb deines Körpers runter, um mehr Energie zu sparen. Das hat uns damals vom Aussterben geschützt. Und diesen Mechanismus tragen wir heute leider immer noch in uns. Das heißt, nochmal, wenn du lange Diät gemacht hast, kann es sein, dass deine Schilddrüse schon so einen kleinen Klatsch gekriegt hat. Wie du das überprüfen kannst, ist relativ einfach. Du gehst zum Arzt und sagst ihm, du möchtest ein Blutbild haben mit folgenden Werten: FT3, FT4 und RT3. Das sind die freien Thyroid, also Schilddrüsenhormone, die du messen musst. Der TSH-Wert hilft an der Stelle nicht. Der TSH-Wert ist der Wert, den die meisten Ärzte in der Regel abnehmen. TSH ist aber nur der Signalgeber. Das ist wie wenn die Mama zu seinem kleinen Kind schreit, räum dein Zimmer auf, was das Kind aber tatsächlich macht, steht auf einem ganz anderen Papier. Ich will aber wissen, was genau das Kind tut und das bekomme ich mit diesen drei Werten. FT3, FT4 und RT3. RT3, das Reverse T3, ist quasi der Gegenspieler, der Gegenregulator. Falls der Körper irgendwie mal einen Fehler macht, haben wir hier noch einen Gegenspieler, der das Ganze etwas neutralisieren kann. Wenn du jetzt wenig Schilddrüsenhormone im Körper hast, dann wirst du ein größeres Defizit fahren müssen,
Oder, was ich dir raten würde, unterbrich deine Diät, kümmere dich um deine Schilddrüse, also iss etwas mehr, sodass sie sich auch wieder nach oben anpasst. Ja, du wirst Gewicht zunehmen, wenn du es klug anstellst, wirst du muskulöser. Und mit etwas mehr Muskeln kannst du dann wieder in eine Diät starten mit vielleicht 2700 Kalorien und beginnst dein Defizit dann irgendwie bei 2,5, dann 2,4 und kommst dann langsam runter. Falls deine Schilddrüse aber in Ordnung ist, könnte der Fehler in deiner Ernährung liegen. Ich erkläre dir auch wieso. Ab und zu schleichen sich so ein paar Dinge ein, wie zum Beispiel statt 5 Liter Milliliter Öl sind es 10. Das passiert mal bei so einem großen Löffel, da kommt einfach so ein kleiner Spritzer extra drauf, das sind 5 Milliliter extra. Das sind aber schon fast 50 Kalorien. Und das passiert in der Woche so 10 Mal vielleicht. Irgendwie jede zweite Mahlzeit hast du ein bisschen zu viel Öl. Das sind 500 Kalorien, die du nicht im Defizit bist. Das wären theoretisch diese 500, die du gebraucht hättest, dass dein Gewicht ganz langsam wieder sinkt. Oder es kann sein, dass du ab und zu ein bisschen was snackst zwischendurch. So ein paar extra Nüsse, das was links und rechts runterfällt beim Kochen. Vielleicht hast du nicht genau abgewogen. Das können alles Sachen sein, die in Summe, klar, wir reden hier von 20 Gramm Reis dazu. Das macht in einer Mahlzeit gar nichts. Aber wenn das jeden Tag passiert, dann sind es am Ende der Woche 140 Gramm Reis. Und 140 Gramm Reis haben viel mehr Kalorien als nur 20. Und so kommt es zusammen. Das heißt, Schilddrüse überprüfen, Punkt Nummer 1. Hormone, also generell ein Blutbild machen, würde ich dir empfehlen. Drittens, exakt, wirklich exakt auf die Ernährung achten. Wie gesagt, 300 Kalorien extra aus Versehen die Woche, das ist dein Defizit vielleicht, das du gebraucht hättest. Und der letzte Punkt ist tatsächlich sportliche Aktivität. Du bewegst dich viel, 13.000, 15.000 Schritte, da kann man nichts sagen, da 15.000 Schritte sind 15.000 Schritte. Es sei denn, du bist jetzt den ganzen Tag so zu Hause und schüttelst deine Uhr, um extra Schritte zu machen. Das wäre aber dumm und Selbstbetrug. Versuch auch, dass du im Training richtig ordentlich ranknallst. Auch wenn du auf Diät bist und im Kaloriendefizit vermutlich und du dich schwach fühlst, versuch trotzdem ordentlich, sauber, schwere Gewichte zu heben. Das fühlt sich zwar nicht so geil an, aber es wird dir helfen, die Kalorien zu verbrennen, die du verbrennen musst. Und tagtäglich zählen diese Kalorien, denn in Summe nach einem Monat sind es vielleicht 7.000 Kalorien Defizit oder nicht. Und wie wir wissen, zwischen 7.000 und 9.000 ist so ein Kilo Körperfett. Ein Kilo reines Körperfett ist schon ein Wort. Ne? Also das sollte man nicht vernachlässigen. Das sind so die Hauptdinge, wieso du wahrscheinlich kein Gewicht verlierst. Also die Checkboxen solltest du unbedingt durchgehen. Wenn du mehr wissen willst, Unterstützung brauchst, meine Frau und ich, wir bieten genau diese Dinge an in unserem Coaching. Das ist sehr präzise. Wir haben unsere eigene App gebaut, dass wir keine medizinischen oder gesundheitlichen Daten irgendwie verschwitzen. Da kommt alles rein. Deine Schritte, dein Stressverhalten, dein Schlafverhalten, alles von A bis Z ist da drin. Und so haben wir quasi ein perfektes Bild davon, was du wann genau tust, wieso, ob das funktioniert oder nicht. Dasselbe gilt natürlich auch für Blutbilder. Das sind alles Dinge, die wir in unserem Coaching genauso machen, um Informationen zu sammeln und um die bestmögliche Behandlung für dich aufzubauen. Genauso funktioniert das. Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Support und Liebe da lasst. Oder wenn ihr einen Freund habt, dem es helfen kann. Oder eine Freundin, die abnehmen möchte. Gerne zuschicken. Wer Hilfe braucht, kann sich immer gerne melden. In der Beschreibung findet ihr selbstverständlich auch meine WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr hinschreiben. Wir können uns über ein Coaching unterhalten. Wenn ihr Hilfe braucht, einfach Bescheid sagen und durchschreiben. Leute, das war's von mir. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Bodybuilding Kundendienst.